Wir sind durch 18.000 Fuß. Altimeter ist auf Standard. Das sieht schon ganz cool aus mit den verschiedenen Wolken hier jetzt auf den verschiedenen Höhen. Und damit Ground Environment X macht echt richtig viel her mit den Bodentexturen davon, finde ich. Richtig coole Sache. Bin ich auf jeden Fall sehr zufrieden damit, dass ich mir die zugelegt habe. Dass wir jetzt hier auch so Bodentexturen verwenden. Genau, dann geht die Flugstrecke jetzt entlang. Wir können mal kurz auf der Progress-Page gucken. Ja, vom Kerosin haben wir auf jeden Fall genug für den heutigen Flug an Bord. Es sind noch 41 nautische Meilen bis zum Top of Climb. 10, also kurz vor 11 Uhr UTC sollten wir in Frankfurt ankommen. Das heißt, wir haben 6 Stunden circa Flugzeit, weil wir haben jetzt 4 Uhr UTC und beziehungsweise 4.35 Uhr oder 4,5 Stunden Flugzeit, 6,5 Stunden Flugzeit haben wir heute hier sozusagen vor uns. Genau. Ich glaube, Ethiopian Airlines fliegt diesen Flug sogar täglich auch nach Frankfurt. Also die fliegen ja täglich nach Frankfurt. Und gut, die fliegen auch ab und zu mit einer 777-300 Extended Range. Aber was ich so in den letzten Tagen auf Flightradar24 so gesehen habe, war immer eigentlich eine 777-200 meistens und selten eher eine 300. Wobei die ja auch 7, 8, also die haben ja auch Dreamliner. Ich weiß gar nicht, wie viele. Aber mit denen fliegen die auch, aber jetzt nicht hierher. Also nicht diese Flugstrecke. Genau, ich gucke ja da meistens, dass wir da auch eine Flugstrecke fliegen, die auch in echt von den Airlines so geflogen wird, also mit dem Flugzeug. Oh, hier haben wir echt ordentlich hügeliges Gelände, also es liegt hier echt ganz schön hoch, Äthiopien. Genau, und hier sind wir, ich weiß nicht, ob wir hier schon mal drüber geflogen sind, als wir nach Kilimandscharo damals geflogen sind, machen wir achtfache Simulationsrate. Oder ob wir, hier nur entlang geflogen sind, also ich glaube aber an Addis Ababa sind wir damals nicht vorbeigeflogen. Genau, Addis Ababa sind wir, glaube ich, nicht vorbeigeflogen. Gehen wir mal kurz in die Außenansicht, in die Vogelperspektive. Genau, können wir mal kurz gucken, wo wir eigentlich sind. Also genau, die Sonne geht jetzt nämlich erst langsam auf, wie ihr seht. Frankfurt wird es aber jetzt auch schon mittlerweile langsam hell. Hier sind wir ungefähr gestartet. Ich gucke mal kurz im Atlas. 155, Seite 155 sieht hier ganz gut aus. Genau. Äthiopien, Addis Ababa, hier steht jetzt Addis Abeba drin, Addis Ababa geht wie gesagt beides, habe ich jetzt auf Wikipedia gesehen, stand nämlich auch Addis Abeba oder umgekehrt halt. Genau, hier entlang, ich sehe jetzt gar nicht mehr ganz genau, wo wir hier gestartet sind. Da könnte es sein, ich glaube hier sind wir ungefähr gestartet, genau, jetzt geht es hier so entlang. Hier bei dem, das ist der Tana-See, genau, geht es jetzt hier wahrscheinlich ungefähr vorbei, könnte ich mir vorstellen. Und Jeddah übrigens, wo die Saudi Arabian Airlines Maschine hinfliegt. Nee, wobei, die könnten auch Riyadh, oder wie das heißt, als Flughafen haben, Saudi Arabian Airlines. Weil Riyadh ist, glaube ich, genau, ist nämlich die Hauptstadt, deswegen wird das vielleicht eher der Heimatflughafen sein. Und Jeddah, aber auch so ein Drehkreuz von Saudi Arabian Airlines. Das befindet sich ungefähr hier, sollte es sein. In der Nähe von Mekka, was wir ein bisschen weiter daneben haben. Es könnte ungefähr hier sein. Genau, für uns geht es heute hier so wahrscheinlich hoch. Dann hier übers Mittelmeer, müssen wir mal gucken, hier wahrscheinlich vielleicht so an Italien so vorbei, dann über Österreich rein nach Deutschland. So werden wir heute höchstwahrscheinlich fliegen. Genau, wie gesagt, 3000. Ah, guck mal, er hat jetzt gleich sogar hier, hat schon Step Climb gemacht, ist jetzt sogar schon. Wobei, wir werden sogar noch einen weiteren Step Climb machen. Das ist dann aber schon, ja, wahrscheinlich über Österreich ungefähr, wo wir den machen. Also es wird heute hoch hinausgehen, vielleicht sogar wahrscheinlich 40.000, ja, wenn dann 40.000 Fuß. Guck mal, der ist jetzt gleich auf 38.000 Fuß schon hochgegangen. Weil halt aufgrund des Gewichts einfach so hoch fliegen kann. So, das soll der Tana-See jetzt hier sein. Oh, schon krass. Der ist echt gut hochgegangen jetzt hier. Hat echt gleich ordentlich einen Step-Climb hier eingelegt. Ich meine, wir hatten ja 34.000 Fuß eingegeben und er hat jetzt gleich 4.000 Fuß. Normalerweise ist meistens ein Step-Climb so 2.000 Fuß. Aber der ist jetzt gleich um 4.000 Fuß hier nochmal höher gegangen. Da hat er echt nochmal ordentlich jetzt hier an Höhe oben drauf gelegt, ja. Oder ist echt nochmal hochgegangen. Wir können ja gerade mal gucken, wie viele jetzt, was Ethiopian Airlines genauso viel von, wie vielen jetzt von diesen, von den Flugzeugen hat. Die haben ja auch Dash 8s, haben sie ja auch mehrere. 737. Also unterschiedlichste Airlines. Und der 767 zum Beispiel auch. So. Warte mal. Ich kurz nochmal hier einen neuen Tab aufmachen. Auf meinem Handy hier im Internet. So. Ethiopian Airlines, genau. Und halt Cargo fliegen sie ja auch noch. Also schon, ja. Gut, ist halt die Hauptairline wahrscheinlich von Äthiopien. Ich weiß gar nicht, ob die noch eine andere Airline haben. Kleinere, weiß ich gar nicht.
Oh, sogar ein Gewitter da. Genau, heute auch wieder bei historischem, realen Wetter sind wir unterwegs. So, Ethiopian Airlines. Da haben wir es doch. So, genau, Rufzeichen Äthiopien, so wie wir es heute auch haben. Sitz Addis Abeba. Und die haben 81er Flottenstärke, ist schon nicht schlecht. 81 Flugzeuge mit aber aktuell 39 Bestellungen und sind bei der Star Alliance. Genau, die Airline gibt es seit 1945, da wurde sie gegründet. Genau, hier mal kurz zur Flotte. Also, die haben sogar 12 Airbus A350-900 bestellt. Ab 2016, also dieses Jahr, ist voraussichtlich dann beginnen die Auslieferung von den Flugzeugen für Äthiopien. Dann 737-700 haben sie 8 aktive, 3 werden betrieben für ASCII oder ASCII, besser gesagt. Dann 737-800 haben sie 14, 20 737 MAX bestellt, 757-200 haben sie 4. Eine wird von FedEx zum Frachter umgebaut, dann haben sie 257-200 PF. Das waren, PF steht wahrscheinlich dafür, dass vorher Passagierflugzeuge waren und die jetzt zu Frachtflugzeugen umgebaut wurden. Dann haben sie 7767-300 Extended Range, eine auch in Star Alliance Sonderlackierung, 6 777-200 Longer Range, mit einer fliegen wir heute. Dann 4 777-300 Extended Range und 5 777 Freighter und eine ist bestellt. 13 787-8, also Dreamliner, und 6 sind bestellt und 17 Dash 8 Q400, 17, das ist schon ordentlich, das ist auch die meisten, was die am meisten haben. Dann eine Fokker, die ist betrieben für Cush Air, und 2 McDonnell Douglas MD-11 Freighter. Genau, insgesamt kommen auf 81 Flugzeuge und 39 Bestellungen, also das ist schon eine ordentliche und auf jeden Fall auch sehr schöne Flotte hier, viel verteilt, aber das ist eigentlich hauptsächlich Boeing, genau, von Airbus haben sie eigentlich gar nichts. Ja, wobei, der Airbus A350-900 kommt dann dazu. Genau, ist aber auf jeden Fall eigentlich eine ganz schöne Flotte, verschiedenste Flugzeuge. Genau, mit dem Dreamliner sieht ja auch sehr cool aus, das Flugzeug. Ja, und ich finde ja auch die Lackierung von Ethiopian Airlines auf jeden Fall richtig cool. Ich kann mir die auch gut auf dem A350-900 vorstellen. Sieht ja, gut, der sieht ja so vom der 787 auch relativ so ein bisschen ähnlich von der Form und so. Und da kann man es ja ungefähr vergleichbar, wobei auf vielen Flugzeugen sieht ja die Lackierung relativ gleich aus. Gut, der 777 und Dash 8 ist ja alles so ein bisschen kleiner, ist dann ganz, nicht ganz so groß dann alles, die Lackierung. Aber ich finde ja die Lackierung von Ethiopian Airlines auf jeden Fall richtig cool, auch mit dem Schriftzug Äthiopien in diesem ja, dunklen Rot. Ich weiß gar nicht, ist das Bordeaux-Rot oder wie man das sagen kann, keine Ahnung. Auf jeden Fall dieses dunklere Rot und besonders hier das Logo gefällt mir echt richtig gut. Ich glaube, diese Farben sollen auch für irgendwas stehen, wenn man hier nämlich bei Google Ethiopian Airlines eingibt, sind da irgendwie, ich weiß nicht, da sind nicht die Farben nicht einfach so, sondern da ist irgendwie was anderes bei diesen Farben. Ich weiß aber nicht, was diese Farben, was da genau ist, was die Farben da, das Logo dann so darstellt, genau. Aber das finde ich, sieht auf jeden Fall richtig cool aus, die Lackierung von Äthiopien. Ist zwar jetzt nicht so viel, aber ich finde das Logo auf dem Seitenruder macht echt immer viel aus. Und das finde ich, ist bei Äthiopien auf jeden Fall sehr gut gelungen, sieht echt cool aus. Genau, auch der Dreamliner sieht in der Lackierung auf jeden Fall sehr gut aus. Dann kann ich mir auch vorstellen, dass der A350 auf jeden Fall auch richtig cool mit der Lackierung von Äthiopien aussehen wird. Genau. Habe ich jetzt leider am Flughafen Frankfurt noch nie gespottet. Muss ich mal gucken. Würde ich auf jeden Fall auch gerne mal in echt sehen, das Flugzeug von Ethiopian Airlines. Genau. Mal gucken, vielleicht ergibt sich ja irgendwann mal die Möglichkeit dazu oder irgendwo auf einem anderen Flughafen. Genau. Wobei in Deutschland weiß ich gar nicht, ob die noch woanders. Ich glaube, fliegen die gar nicht woanders hin außer Frankfurt. Frankfurt ist, glaube ich, da der einzige Flughafen, den sie in Deutschland anfliegen. So, wir sind gut unterwegs. Hier schön in der Luft. Machen wir vielleicht nochmal 16-fache Simulationsrate. Genau, gleiten hier durch die Luft, haben wir jetzt noch 2400 nautische Meilen zu fliegen. Ich denke mal, ich werde auf jeden Fall irgendwann doch mal kurz einen Cut reinmachen, ohne Aufnahme ein Stück fliegen. Auch wenn es aber wahrscheinlich trotzdem nur ein kurzes Stück ist, aber ich denke mal, vorm Step Climb könnte ich mich aber eigentlich auch wieder zurückmelden. Sogar müssen wir mal gucken. Dann geht es echt nochmal hoch auf 40.000 Fuß, also echt nochmal ganz schön hoch in die Luft. Ganz schön hoch hinaus. Gut, dreht jetzt immer hier hin und her. Weil, wegen der hohen Simulationsrate, aber gut, ist jetzt halt so. Ich muss mal kurz was trinken. Genau, sind wir noch über Äthiopien? Weiß ich gar nicht, aber wir sind auf jeden Fall hier noch über Afrika. Müssen noch mal gucken, wie das genau weitergeht. Vielleicht können wir uns da auch sogar mal ein bisschen hier im F-Plan mal anschauen. So, die Airports sind ja eingeblendet, ne? Wobei, ne, nicht alle, nur hier der nahe Airport ist eingeblendet gewesen. Dann gehen wir mal auf F-Plan. Warte mal, vielleicht machen wir doch lieber 8-fache Simulationsrate.
Der dort ist ein bisschen zu hoch. So, gehen mal auf 4 auf. Lex, genau, gucken mal durch. Also, will ich vielleicht irgendwie ein bisschen was sehen, wo wir lang fliegen. Da hatten wir den Step Climb. Da ist der Top of Descent relativ nah an Frankfurt. Dann geht es hier entlang. Ich denke mal, wir fliegen ungefähr über München rein nach Deutschland. Kommen über Österreich, München. Und dann genau geht es hier entlang. Hier entlang müssen wir mal gucken. Hier ist so ein Holding irgendwie bei Char zu fliegen. Aber ich denke mal, das Holding, was da ist, wird wahrscheinlich von dem... Weil hier steht Hold at Char. Mal gucken, ob wir dann das Holding fliegen oder weiterfliegen können. Müssen wir mal gucken. Und dann drehen wir hier einen auf die Anflugroute auf die 25 Left. Also ich hoffe mal, dass die 25 Left ist. Im Fall eines Go-Rounds, falls wir einen Go-Round machen müssen, man weiß ja nie, geht es hier zurück nach Char und dann nochmal einen Anflug, genau. So. Wobei, wenn alles gut läuft, sollten wir keinen Go-Round machen müssen, aber das werden wir ja sehen. Kann ja immer mal vorkommen, dass man einen Go-Round machen muss. Kann man ja nie so ganz genau im Voraus wissen und ja, mal gucken, wie das Wetter dann in Frankfurt sein wird. Jetzt vor der Aufnahme, als ich halt die Wetterprognose mir angeschaut habe, also wir fliegen heute bei historischem realen Wetter, wie ich es ja schon erwähnt hatte, sah eigentlich das Wetter ganz gut aus, leicht bewölkt, Wind auch so kommen, dass wir auf der 25 landen. Ich denke mal, wir werden auf jeden Fall auch die 25 Left nehmen, da Äthiopien da in echt auch immer landet. Die landen eigentlich nicht, also ich habe es zumindest nicht auf Flightradar 24 gesehen, dass die mal auf der 25 Right auf der neuen Nordwestlandebahn landen. Und ja, ich habe mir dann halt gedacht, da landen wir auch auf der 25 Left. Und genau, sollte uns der Tower eigentlich auch zuweisen. Notfalls können wir immer noch sagen, dass wir halt die andere Bahn haben wollen. Und dann wird er uns auch die 25 Left dann zuweisen, wenn er uns erst die 25 Right halt zuweisen will. Genau, ja, gut, er findet jetzt einigermaßen noch die Route, geht halt immer noch ein bisschen hoch und wieder runter. Aber passt schon. Genau, aber ist echt noch ein gutes Stück, was wir hier über Nordafrika eigentlich fliegen. Bis wir da ins Mittelmeer kommen, gut, aber es sind ja auch insgesamt 3000 nautische Meilen, die wir hier zu fliegen haben. Wobei, man muss ja sagen, wir sind ja hier unten gestartet. Ne? Wir können mal kurz gucken, wo Kilimanjaro nochmal liegt. Wo wir ja vor langer Zeit mal aus Istanbul, also von wo wir ja hier runter geflogen sind, ne? Nach Kilimanjaro. Guck, ob es auch auf dieser Seite auf der Karte zu sehen ist. Nein, es ist nicht. Bei Äthiopien liegt ja hier, in diesem bergigen Gebiet. Genau, das müsste ungefähr, Ababa, müsste ungefähr irgendwie hier liegen. Also wir sind gerade über, ja, dem Sudan oder Ägypten, ich kann es nicht ganz genau sagen, wobei, ne, wir sind glaube ich noch über dem Sudan, fliegen jetzt gleich über Ägypten weiter. Genau, dann eigentlich sollte es hier alles der Nil sein. Ich weiß nicht, ob der hier unten auch noch Nil heißt. Doch, das hier steht nämlich, ja, das sollte alles noch der Nil sein. Genau, da geht es gleich drüber über den Nil. Wenn wir dann ganz hier oben in Ägypten. Mit Kairo hier als Hauptstadt, ich weiß gar nicht. Das sollte ungefähr hier liegen und Alexandria da oben. Genau, zwei große Städte hier in Ägypten. Und genau, Egypt Air fliegt ja zum Beispiel auch nach Frankfurt mit einem 737 oder auch mal A330, glaube ich auch ab und zu mal hier von Kairo, glaube ich, dann aus, genau. So, genau, jetzt geht es gleich über den Nil und dann hier weiter und dann, ja, es wird wahrscheinlich hier entweder am Griechenland wahrscheinlich vorbei sein, hier so an Italien entlang und so hoch. Das ist eigentlich eine relativ gerade Strecke dann von so gesehen. Oh, guck mal, gerade fliegt er perfekt auf der Route, wobei jetzt kommt wieder eine Drehung. Genau, und jetzt sind wir genau hier über den, ist das der Nil? Genau, jetzt geht es hier einmal quer über den Nil aus. Großer, breiter Fluss hier an der Stelle, wo wir gerade drüber fliegen. Na gut, doch, das ist hier echt ganz schön breit. Gut, hier wird er wieder schmäler. Aber hier ist gerade echt eine breite Stelle, wo wir drüber fliegen. Guck mal, wir sind doch nochmal ein bisschen jetzt nach rechts eingedreht. Naja, wobei, wir drehen auch gleich wieder nach links ein. Ach, die ganze Zeit Altitude Alert, Altitude Alert. Aber ihr seht, jetzt geht es hier erstmal auf der Luftstraße relativ geradeaus die ganze Zeit. Genau, da kann man sogar auch mal mit höherer Simulationsrate fliegen. So, den Nil lassen wir hinter uns. Genau, jetzt geht es eigentlich jetzt mal wirklich schnurstracks geradeaus. Sobald halt dann jetzt hier sich ausgerichtet hat, kann man sogar mal auf 16-fache Simulationsrate erhöhen. Ja, da sollte ich doch keinen Cut reinmachen. Ja, es sind noch 2000 nautische Meilen zu fliegen.
ein kurzes Stück kann ich eigentlich jetzt hier die Aufnahme unterbrechen. Ich habe mir nämlich auch noch ein Thema rausgesucht, das wollte ich halt jetzt nicht anfangen vor dem Cut, weil es lohnt sich nämlich nicht deswegen. Aber jetzt soll ich keinen Cut reinmachen, weil wir können jetzt auch mal mit 16-facher Simulationsrate gerade mal weiterfliegen. Aber wisst ihr was, ich würde sagen, ich mache jetzt hier mal an der Stelle einen Cut rein, unterbreche jetzt hier, fliege ein kurzes Stück ohne Aufnahme, wird jetzt nicht allzu weit sein, 1000 nautische Meilen oder so. Wenn es noch 1000 nautische Meilen sind, ist es ja kurz vom anderen Step Climb, dann werde ich mich wieder melden, dann werden wir nochmal, wenn wir zusammen wieder weiterfliegen bis nach Frankfurt, und dann spreche ich auch nochmal das Thema an, was ich hier ansprechen wollte. Genau, ich denke mal über 1000 nautische Meilen. Ja, ich denke, das wird eigentlich ganz gut sein. Ja, ich gucke einfach mal, ob ich in circa 1000 nautischen Meilen dann machen werde, ich mich dann da wieder melde. Schau einfach mal, wie das jetzt hier sich dann entwickelt und wie das am besten passt. Und dann, genau, bis gleich. Das ist also bis hier an der Stelle von dem Flug von Addis Ababa bis nach Frankfurt am Main mit einer 777 von Ethiopian Airlines. Das war dann von dem Flug bis hierher. Ich unterbreche jetzt hier und dann melde ich mich dann gleich wieder zurück in, genau, einigen weiteren nautischen Meilen. Ich hoffe, ihr seid dann wieder auch mit dabei. Wenn der Flug euch bis jetzt gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, eine positive Bewertung, würde ich mich sehr drüber freuen. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Haut rein, Leute. Euer Line Gamer 1. Ciao.